Ihr habt uns gerettet. Geht es allen gut? Ist jemand verletzt? Nein. Nein, ich glaube nicht. Danke. Die Sprungtruppen sind aus dem Nichts aufgetaucht. Wir haben gar nichts getan. Wir sind keine Gefahr für den Turm. Aber die Droiden haben uns aus unseren Häusern vertrieben und alles angezündet. Bitte, haltet sie auf, so wie ihr es für uns getan habt. Da draußen sind noch andere. Unsere Familien und Freunde. Unsere Häuser. Es wird nichts übrig bleiben. Wir halten die Droiden auf. Trommelt alle zusammen, die ihr findet, und verlasst das Kampfgebiet. Bereit, wenn ihr es seid. Ja, also wie ich gesagt habe, ich finde, dass es sinnvoller ist, die Leute zu retten und dann auf unserer Seite zu haben. Und weil die haben vielleicht Hintergrundinformationen oder sonstige Sachen. Wir müssen ja auch unser Image auch ein bisschen pflegen. Zumindest hier, in diesem Teil. Mit meiner Sith spiele ich natürlich jetzt wieder anders. Ja. Aber hier spielen wir mal, ich sag mal, vernünftig. Wobei ich schätze, wenn Lana hierbei wäre, ich glaube, die würde die Zivilisten einfach da liegen lassen und wirklich als Deckung dann nehmen. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Vieh? Ein Sakuf, Vollstrecker. So, jetzt hat der den auch noch gestunt. Na toll, danke. Kannst du ihm mal ansagen? Cool wäre es, wenn die Leute was sagen würden, was wir so gerade machen. Ich stunne oder ich mache Heckenschuss oder irgendwie sowas. Das wäre nicht cool, wenn die Pferden sowas sagen müssen. Würden, nicht müssen. Doch wollte ich gar nicht. Ich wollte hier das einsammeln. Hallo? Greif mich gar nicht an. Gleich ist vorbei. Jetzt. Die konnten sich nur nicht entscheiden. Ja, sind die das jetzt? Sind das die Droiden, die wir suchen? Nein, wir sind keine Droiden und wir sind auch nicht diejenigen, die ihr sucht. So, da hinten sind noch Leute. Ah ne, das sind Sumpfschleicher. Wie lange muss ich hin? Ich muss so quer durch, ne? Nehmen wir mein Fahrzeug. Nehme ich damit. Ich müsste eigentlich hier lang, hier hoch irgendwie. Aber da komme ich nicht hoch. Komme ich woanders hoch? Irgendwo muss ich doch. Ich meine, da ist zwar der Weg, wo er normalerweise. Mal gucken. Ja, wir können ja mal gucken, was da. Vielleicht gibt es da jetzt da ja einen Weg nach oben. Ach, da ist ein Weg. Da ist die Leuchte. Scheiße. Feuer frei! Mach ich doch! Ich hab mein Feuer schon gezündet. Jo, weiter geht's. So, ich könnte mich nochmal regenerieren. Und weiter. Ich hab noch zwei Raketen. Die muss ich noch einsetzen. Die machen die Häuser kaputt. Naja, Häuser in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, ich könnte froh sein, die Leute, dass sie überhaupt sowas haben. Ja, die Verbannten. Ich frage mich, was die angestellt haben, damit die hier verbannt werden. Wahrscheinlich sind es gar nicht mehr die ursprünglichen Verbannten, sondern Nachfahren von den Verbannten irgendwie. Aufmachen! Ihr müsst weg hier! Die anderen warten, um euch in Sicherheit zu bringen. Ja, und ich spreche immer so. Ja, das so wenkt noch so ein bisschen nach. Ihr könnt nicht hier bleiben. Die Sprungtruppen stecken alles in Brand. Flieht! Die Sprungtruppen stecken alles in Brand. Flieht! Das ist total übertrieben gesprochen. Das
Sehr gute Idee, die Zivilisten jetzt rauszulassen. Hinter dir ist noch einer. Ah, Attacke. Ja. Ari kriegt die mal auf die Schnauze. Dabei bin ich der Tank. Macht nichts. Ziel neutralisiert. Wenn du meinst, da kommen noch 50.000 andere. Peng, peng. Das ist so ein bisschen wie auf Endor oder sowas. Die leben ja auch auf so auf Bäumen. Wenn ihr flieht, gelangt ihr in Sicherheit. Jetzt! Hilfe wartet! So, wo muss ich noch lang? Ach, da hinten war was. Unter mir sind auch noch Leute. Zumindest Gegner. Gegnerz. Unter mir sind noch Gegnerz. Los! Raus! Da sagt er gar nichts, aber die sind denen egal. So, jetzt müsste ich noch. Wo habe ich noch? Ich nehme den nochmal auseinander. Ist hier noch irgendwas? Ich frage jetzt wirklich, warum greifen die Bewohner an? Soll das uns rauslocken oder so? Wahrscheinlich, oder? Da oben sind noch, da ist noch was. Nicht sichtbar, was soll das sein? Ich sehe ihn doch. Der ist ja direkt vor mir. Los. Aber ich muss laufen, ich kann springen. Sehr gut. Ach, jetzt auf einmal da. Komm, die rette ich die nicht. Flieht, solange ihr könnt. Eure Leute warten auf euch. Ich sag gar nichts. Ich sag, ja, da springe ich lieber nicht rein, bevor ich da irgendwie feststacke oder sowas. So, und jetzt? Achso, jetzt müssen wir mit den Leuten reden. Los! Verschwindet hier! Das ist eure Schuld! Ihr habt uns das angetan! Erhebt nie wieder eure Hand gegen mich. Macht das nicht noch schlimmer. Die Sprungtruppen haben wahrscheinlich nach uns gesucht. Unter meiner Herrschaft hat es ihnen an nichts gemangelt. Seht sie euch jetzt an. Ich glaube euch, dass ihr helfen wolltet. Aber mit eurer Ankunft habt ihr uns dem Untergang geweiht. Der Imperator will ein Exempel an eurem Widerstand statuieren. Wahrscheinlich wird er behaupten, dass ihr mit uns zusammengearbeitet habt, um noch härter zuschlagen zu können. Warum werdet ihr von Arkan angegriffen? Weil wir Zweifel haben. Erzählt ihnen den Grund. Ich habe eine Erklärung dafür verlangt, wie unser ewiger Imperator sterben konnte. Ich habe bei den alten Bräuchen nach Anleitung gesucht. Ich habe mich gefragt, warum wir an so vielen Fremdlingen Rache für die Taten einer Einzelperson üben. Ich wollte Gerechtigkeit für diejenigen, die zu einem Leben im Exil verdammt sind. Wir hatten alle Fragen und der neue Imperator verabscheut es, in Frage gestellt zu werden. Jetzt habt ihr ihm womöglich einen Grund geliefert, uns ein für alle Mal zum Schweigen zu bringen. Wir haben ein Lager. Ich kann euch Schutz bieten. Ihr habt nur eine Handvoll Soldaten und wir können so viele Flüchtlinge nicht versorgen. Seht euch um. Alles ist besser als das, was sie jetzt haben. Okay, wir vertrauen euch. Kanna, wir kommen zurück und bringen Zivilisten mit. Viele Zivilisten. Haltet Ausschau. Ich hoffe, ihr habt euer Buschmesser dabei. Für eine so große Gruppe müssen wir erst einen Weg freischlagen. Na los! Buschmesser? Buschmesser? Das ist doch kein Buschmesser. Das ist ein Buschmesser. Ich brauche kein Buschmesser, ich brenne alles nieder. Was ist denn Scheiß, folgen die mir jetzt?
Warum folgen die mir nicht? Was soll ich mit dem Buschmesser gegen diese Mavoir? Gleich ist vorbei. Ja, und wir lassen die Zivilisten alleine natürlich jetzt auch noch. Und die hatten nebenan ein Schwert dabei. Uiuiui. Ja, der Sumpfschleicher. Der schleicht jetzt nicht mehr. Zumindest nicht mehr durch den Sumpf. Was? So Spinnen wieder hier. Ich habe meinen Insektenspray vergessen. Aber ich habe Feuer. Viel Feuer. Ich bin so heiß wie ein Vulkan. Bitte. Oh, schon wieder? Noch mehr Spinnen. Hier, Insektenspray. Flammenwerfer. Ja, danke. So, da muss ich da? Ja, muss ich. Treffe ich die so. So, was musste ich jetzt kaputt schlagen? Willkommen zurück, Sir. Die Flüchtlinge sind angekommen. Wir setzen sie ein, wo wir können, aber ich mache mir mehr Sorgen um die Vorräte. Es gibt eine Menge hungriger Mäuler. Im Moment muss es reichen, dass wir ihnen Schutz und Unterkunft bieten. Wir fahren morgen mit der Mission fort, wenn sich die Flüchtlinge eingelebt haben. Gönnt euch etwas Schlaf. Verstanden. Ihr habt ihn gehört. Sorgt für Ordnung hier und dann ab in die Kiste. Die Allianz mag eure Show sein, aber diese Soldaten... Für sie bin ich verantwortlich. Ist das klar? Die Vereinbarung beruht auf Gegenseitigkeit. Ihr helft uns, wir helfen euch. Das ist alles. Sorgt nur dafür, dass alles offen und ehrlich abläuft. Wir sehen uns morgen früh. 0700. Ihr habt heute viele Leben gerettet. Sich uns anschließen? In beratender Funktion. Paschner weiß mehr über Sakul als wir alle zusammen. Was ihr gestern getan habt, hätte ich nie für möglich gehalten. Ich will euch helfen, noch mehr zu bewirken. Eine meiner SID-Quellen hat dem Chaos-Trupp vor nicht allzu langer Zeit interessante Informationen zukommen lassen. Dafür müssen wir uns wohl bei Theron bedanken. Jedenfalls ist das der Grund, warum wir alle hier sind. Kein Kommentar. Durch die Daten konnten wir einen planetaren Transmitter in einem Außenposten der Sakul-Ritter ausfindig machen. Unsere Mission ist es, ein Abhörgerät daran anzubringen. Ich nehme an, wir empfangen dann mehr als nur Premium-Holokanäle? So bekommen wir direkten Zugriff auf ihre Kommunikation und der Chaos-Trupp kann anfangen, wichtige Ziele im Turm anzugreifen. Und den Vergeltungsmaßnahmen ausweichen. Wir könnten Geister sein. Tödliche, schwer bewaffnete Geister. Das klingt wie etwas, was der Chaos-Trupp schon längst hätte erreichen können. Ein Abhörgerät anzubringen, ohne dabei entdeckt zu werden, benötigt eine Vorbereitungszeit von gut einem Monat. Oder eine wirklich große Ablenkung. Wenn ihr die Ressourcen dafür erübrigen wollt, können wir sofort damit loslegen. Läuft alles nach eurem Plan, Theron? Also. Eine ehrliche Antwort. Der Transmitter ist ein sinnvolles Ziel und der Chaos-Trupp ist für den Angriff gut geeignet. Je früher, desto besser. Dann ist es beschlossen. Sagt Odessen Bescheid. Wir gehen zum Angriff über. Ihr wollt wirklich Arkans Streitkräfte angreifen? Nur um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir haben noch nicht genug Truppen für eine echte Invasion.
Eure Leute können sich um die Ablenkung kümmern. Euch will ich beim Angriff auf den Transmitter dabei haben. Wir brauchen jeden fähigen Kämpfer, den wir kriegen können. Und ihr seid dafür mehr als qualifiziert. Dann mal los! Ein paar Wachposten im Außenbereich. Nichts Ungewöhnliches. Gebt den Befehl, wenn ihr bereit seid. Startet den Angriff. Verstanden. Legen wir los. Ich glaube, das ist das Beste, was wir kriegen können. Chaos-Trupp, gebt uns Deckung und achtet auf Verstärkung. Wir gehen rein. Verstanden, Major. Mm-hmm.